Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starbound, Episode 5 Hardcore. Wir sind auf unserem, sprachlos. Er hat eine Maske auf und kann nicht reden. Stroh liegt hier nicht drum, also keine Sorge, Leute, es ist nicht so ein Film. Wir sind hier in der Savanne, wahrscheinlich finden wir da unten. Dann nimm doch die Maske ab. Vielleicht finden wir unten in der Savanne ein bisschen Stroh. Dann können wir das hier doch mal richtig machen mit den Masken und Stroh und alles. Der Stromkasten ist hier vorne. Alles klar. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Ne? Tobias, sag doch mal genug, was. Sorbin. Ja, genug der langen Worte über die Tastatur. Ja, natürlich kriege ich Luft und wir suchen tatsächlich ein neues Zuhause. Und haben uns den Savannenplaneten, nachdem es extrem lange gedauert hat, bis wir überhaupt irgendwie wieder mal an den Start gingen. Und es sollte heute die Aufnahmesession folgen und irgendwie... Ja, haben wir es doch jetzt wieder ein bisschen später, aber so sind wir halt. Irgendwie klappt das nie anders. Man hat sehr viel an der Technik geändert, aber das werdet ihr vielleicht merken, dass alles besser ist an Technik. Ja, durchaus kommt auch jetzt, glaube ich, mein Mic ein bisschen besser zum Vorschein, weil wir auch ebenfalls im Teamspeak mal die Qualität hochgeschraubt haben. Denn ansonsten hätte ich mit einem Mic für 10 Euro auch klarkommen können. ja, so schlecht war die Zugqualität auch nicht, aber wir haben jetzt halt eine höhere Einstellung genommen, eigentlich für Musik. Damit kommt sein Headset, sein Mikrofon besser zur Geltung. So. Und die letzten Aufnahmen waren doch ein bisschen leise, der Game Sound. Das wird auch nicht mehr vorkommen. So, Savanne, ist neu. Ja, wir sind wieder auf dem Server und ich sehe, es fängt tatsächlich wieder an, ein bisschen zu laggen. Ja, das stimmt auch. Wir sind wieder auf den Online-Server gewandert. Weil wir einfach wollen, dass es online gespeichert wird, was wir hier tun und nicht über lokal. Ist das ein großes Viech? Das war ein normales. Vielleicht löst sich den Lecks ja wieder. Eben waren die Lecks nicht vorhanden. Wir haben schon vorher getestet. Wir sind ja nicht doof. Ja, es ist böse. Ja, wie gesagt, ich bin mit dem Server-Poster, was Starbound angeht, sehr unzufrieden. Also muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und beide sind böse. Und durchaus war es eigentlich so, dass die zuvor immer sehr gut waren. Zumindest was Minecraft angeht, aber Starbound ist bis jetzt echt nicht schön. Es kann ja doch auch an Starbound liegen, sind wir mal so fair, ne? Ja, aber es gibt andere große Let's Player, die den gleichen Serveranbieter haben und da ist es anscheinend nicht. Also. Ach so. Also große Let's Player kriegen große Server. Ich habe keine Ahnung, aber ich bezahle mein Geld dafür und entsprechend, oder wir, entsprechend, was das schon, ich baue mal ab. Ja, ich mach das. Also ja, die Lecks sind doch merkbar gerade beim Kämpfen. Der Sonne, ne? Man hört schon die Grillen zirpen. Den Wind hört man eben gehen durchs die Steppen. Und ich habe jetzt so viel Silber zusammen, dass ich die Silberaxt mal eben mir basteln kann. Und das würde ich jetzt ganz gerne mal eben machen, genau. Dann mach auch gleich die Goldhacke, weil da ist auch noch... Ich pack das Kupfer weg und du holst dir deine bessere Hacke. Vergiss nicht, da ist noch Gold in der Kiste. Jo. Wir wollen ja nicht unsere Zeit verschwenden mit Hacken, wenn wir was Besseres können. Wir wollten es nämlich gerade schon machen, allerdings fehlte da ein wenig an Material, was wir jetzt haben. Und ich gucke mal eben, wo ist denn jetzt... Da oben. Ein bisschen gefarmt habe ich auch, oder wir haben ein bisschen gefarmt, das heißt, ein bisschen Kohle haben wir hergestellt, ich habe einige Bäume angepflanzt und zerhackt, wir haben sehr viel Eisen haben wir wohl, ne, und man sieht ja auch, ich trage eine Silberrüstung mit Kupfer, Oberteil, und die Schuhe sind sogar aus Stahl, die habe ich aus der letzten Episode direkt gebaut, die hatten wir da schon. Einen Stahlbogen habe ich mir auch gebaut und er hat Silberzeugs bekommen und noch irgendwas aus Stahl hast du irgendwas auch bekommen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Was habe ich denn alles Schönes bekommen? Ich habe einmal Silber Schuhe, dann die Brust und Silber Helm. Ich habe alles aus Silber. Alles aus Silber. Weil ich bin der Affe und der Affe hat mehr Geld und dann kriegt der Affe Ich habe mir aber auch eine Stahlwaffe gegönnt. Die ist natürlich noch nicht ganz so krass wie seine Legendäre, glaube ich. Sie hat Kommst einen hohen Hit-Damage. Achso, oh sorry. Ich hüpfe hier nur sinnlos rum. Ah, Feind. Aua. Das Ding ist böse. So.
Ja, die spucken wieder so den Sift darunter. Die Spucker sind ganz böse, ja. Wir haben ein bisschen wenig Bandagen. Muss mir schon Sorgen machen hier. So. Zerhackstückelt. Ja, mal weiter um die Savanne rum. Mal gucken, was hier alles so gibt. Ja, schön wäre es. Also wir suchen erst einmal einen kleinen Wohnort und oh, nicht dieser Fackstein, ey. Der ist ja so scheiße. Da kannst du so Kacke drinne suchen. Ja. Man kann es mal zeigen hier. Man muss echt irrsinnig lange hacken, bis man diesen Magmastein überhaupt erstmal abgebaut hat. Das war eigentlich der Grund, warum wir eigentlich auch einen Planeten suchen wollten, der genau das nicht hat. Ja, genau. So, im schönsten sind doch, ehrlich gesagt, Deserts, was ich bis jetzt gelebt habe. Und dieses Biom ist ziemlich gefährlich und mies. Ja, genau da unten. Und Magma in der Schwierigkeitsstufe ist noch tödlicher. Weil er todtödlicher ist. So ist es. Und da unten ist ein kleiner Magma-Pocket, muss man aufpassen. Ist man tot? Und dann ist man richtig tot. Und dann verlieren wir halt einfach alles. Und das ist einfach das, was man natürlich ein bisschen kann. So tot sind wir dann auch wieder nicht. Ne? Gibt ja noch eine Stufe höher. Ja, natürlich. Aber ich meine halt, wir haben halt, wir spielen ja nun mal auch Hardcore. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir echt ein wenig aufpassen. Aufpassen, ja. Oh, ja, okay, es geht eigentlich, ne? Gar nicht so viel Schaden. Zack. Ja, je nachdem, wie viel man sich treffen lässt. Man kann das ganze Ding abbekommen und dann geht's richtig ab. So. Da unten ist eine Maus. Ich gucke gar nicht, ob die freundlich ist oder nicht. Sterbt. Ja, guck, hier sieht man, ne? Die Arbeit, also die da drin steckt. Extrem langsam halt das Ganze einfach abgebaut wird. Den Rest nehmen wir gar nicht mit. Das ist gar nicht... Okay. So. Diese Musik erinnert mich gerade so ein bisschen an Sims. Weiß ich auch nicht. Ich habe gerade keine Musik gehabt. Moment. Das ist anscheinend nicht synchron. Und ich fresse die Bandagen wie sonst was. Und hier gibt es keine Vines. Ah, da kommt endlich wieder Savanne. Die ist nicht ganz so gefährlich. Und uns noch unbekannt, deswegen auch interessant. Aber ich muss sagen, die scheint, nicht überraschenderweise, ist ja eine Savanne, nicht sehr abwechslungsreich zu sein, ne? Nicht wirklich, nein. Also Savanne gibt es keine Bäume, macht Sinn. Nur ein bisschen Steppe, Gras, Trockenes. Ja, ich bin ja sowieso für das Zuhause... Eher so einer für grüne Planeten einfach. Was Grünes, ne? Genau. Ups. Oh. Ja gut, dass das keine Lava mehr war. Hier ist Silber, das ist schön. Tja, ich würde sagen, wir können relativ schnell eigentlich... Ach, es gibt doch Bäume hier. Relativ schnell eigentlich den nächsten Planeten besuchen. Weil ich glaube, es gibt hier nicht mehr so viel zu sehen, oder? Nee, nicht wirklich. Es ist ja sehr, ja, nicht gerade spannend, sagen wir mal so. Und sehr schattenartig. Wir wollen ja auch ganz gerne ein Haus bauen und es uns bequem machen. Ja. Und das können wir halt hier gerade nicht so wirklich, ne? Das ist einfach so. Jetzt, wo das wieder Homeworld das für uns entdeckt haben, kann man das auch eine stationäre Heimat bauen. Ja, zumindest was so, wenn wir später mal mehr Sachen haben, dann haben wir natürlich auch ein Lager. Ja. Und das können wir nicht alles auf dem Schiff unterkriegen. Man muss... Ja und nein. Man muss natürlich dann darauf schauen, dass wenn ein Weltenwipe kommt und der kann kommen, also das haben sie nicht ausgeschlossen. Ja, das stimmt. Dann muss man natürlich darauf schauen, dass man diese Sachen, die man am Sammeln war, bis dahin dann auch aufs Schiff kommt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Welten stabil bleiben. Die Charaktere sollen stabil bleiben. Genau. Aber selbst Aussagen deuten ja nicht immer, dass sie absolut sind. Hiya! Hat keinen Schaden bekommen. Naja, so sind die Lecks halt.
Ja, da muss ich definitiv nochmal mit dem Server. Ein fünftes Mal, hä? Ja. So allmählich bin ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Und auch ein bisschen genervt von der ganzen Sache, weil ich nun mal, wie ich es schon öfters jetzt erwähnt habe, ich möchte jetzt einfach auch mal in Ruhe leckfrei spielen und nicht mit diesen komischen Mikro-Lecks, die hier. Wirklich Lecks, die wir hier gerade haben. Also es ist schon so, dass wir hier nicht wirklich flüssig spielen können. Gleich wird es dunkel, gut, dann sehen wir neue Viecher. Sollten wir nicht einfach mal den Planeten wechseln, weil ich finde. Jetzt kommen ein bisschen Unschulitäten. Ja, wir sollten gleich den Planeten wechseln, aber ich möchte eben noch wissen, ob die Nacht hier was zu bieten hat. Wahrscheinlich nicht, vielleicht sogar Kälte. Oh, der Server-Lag hat den wieder geklaut, den hätte ich eigentlich erwischt. Hast du den Treffer gesehen? Da sind schon ganz schöne Lags gerade, ne? Also. Ah, Poison. Ja gut, da wollen wir jetzt schon hoch. Wir gehen wieder hoch, genau, und suchen uns tatsächlich mal ein neues Zuhause. Denn das ist nämlich nicht das, was wir eigentlich haben wollen. Nee, der Planet war dann lame. Ich habe extra schon ein System genommen mit sehr vielen Planeten. Hier ist ein Forestplanet, der ist aber sehr winzig. Ich weiß nicht, ob wir einen winzigen wollen. Aber der ist jetzt so nah dran, ne? Der kostet nur ein Fuel. Oh, so, ich werde in der Zeit auch mal eben mal Silber wieder reinschmeißen. Damit das auch mal gemacht wird. Naja, gute Idee. Und natürlich, werden wir die Session heute nicht ganz so lange machen, einfach aus dem Grunde, weil diese Serverlags halt noch da sind und das kann man mal machen, aber jetzt auf Dauer möchte ich es ungerne. Da müssen wir jetzt nochmal ganz schnell nochmal mit dem Betreiber reden, dass wir das alles mal ein bisschen in den Griff kriegen. Auf jeden Fall. Ich hatte gerade eben einen kleinen Soundzirper. Ich weiß nicht genau, was das war. Ob das von meiner Art und Weise der virtuellen Soundübertragung kommt. Da muss ich nochmal schauen, ob das auch in der Aufnahme zu hören ist. Wenn ja, dann mache ich es auch wieder ein bisschen anders. Aber ansonsten ist der Sound jetzt viel besser als letzte vier Episoden. Da werdet ihr mir auch zustimmen. So, wir sind da. Jawohl, dann gehen wir mal nach unten und gucken mal, was uns da denn so erwartet. Oha! Eine Stadt! Eine fucking Stadt! Ja, ich muss aber meine Waffe wegstecken. Ich das ja nicht. Und ich dachte gerade noch, lass uns, ob der Planet mir nicht gefällt oder so, weil er so klein ist. Oh, die Lags. Hier ist Fässerkorn. Sehr ärgerlich. Die Lags sind sehr, sehr ärgerlich. Ja. Ein Giftwasser hat man hier. Echt super extrem. Ja, dann können wir direkt rechts von dem Dorf hier was bauen, oder wo würdest du bauen? Ja, würde ich. Ich würde aber erstmal hier einmal mir das Dorf angucken wollen. Natürlich, natürlich. Und tatsächlich das Bauen auf die nächsten Folgen verschieben, weil wir sehen einfach, dass die Lags extrem sind, meiner Meinung nach. Ja, ja. Da geht schon was. Also ich loote jetzt auch gerade mal nicht. Ich will erstmal einfach mal so ein bisschen durch die Stadt gehen. Okay. Vielleicht mal mit dem Shop reden. Und das ernten können wir ja schon. Toxitops. Hat der Baum gerade Holz gegeben oder Weins? Welcher Baum? Hast du nicht einen Baum gefällt? Achso, doch, Holz. Okay, schade. Was die Bäume gegeben hat, Weins. Ja. Da hatten wir in der ersten Staffel sehr viel Glück gehabt. Und ich glaube, wir wussten da noch gar nicht, was für ein Glück wir hatten. Nee, das wussten wir nicht. So, indem du da gerade beim Shop bist, werde ich mal einmal hier kurz durchgehen und diese Toxic-Dinger sammeln, weil die kann man tatsächlich essen. Ja. Ohne Bedenken. Ich habe nur kurz reingeschaut. In die Shops, jetzt, also. Wenn ich jetzt auf 5 gehe. Die Waffen hier sind aber nicht gut. Ich kann bessere. Oder ja, wir können ja bessere Staffeln herstellen.
Saurer Regen, kann das sein? Oh ja. Dann, super, dann ne? Dann ist das leider Gottes der falsche Ort für uns. Das heißt, wir gehen noch mal eben schnell durch und dann werden wir doch leider auf einen anderen Planeten halt machen müssen. Denn das ist einfach auf Dauer untragbar. Weil man einfach zu viel Schaden auch bekommt. Entschuldigung. Nun gut. Oh, hier sind 300 Pixel drin. Aber wir sind jetzt auch schon gut bei 20 Minuten, habe ich gesehen. Mhm. Das ja, vielleicht können wir ja, bevor wir das verlassen, diese Leute hier noch befrieden. Weißt du, was ich meine? Du wolltest doch immer... Oh, Tobias, du stirbst. Ah, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier Krieg machen sollen. Wir müssen ja testen, ob es hier vielleicht Waffendrops gibt. Angeblich sollen die hier Waffen jetzt droppen. Ja, aber ich bin ein bisschen skeptisch mit den Lecks. Und hier sind dann extrem viele Spieler oder extrem viele NPCs. Ich habe nur zwei Wachen gesehen. Da hinten die. Und vielleicht in der Mitte des Dorfes. Mach. Not für God help me. Siehst du, keiner kommt dir zur Hilfe. Wo ist eins zu den Wachen rüber? Okay, dann die Richtung. Alles töten, die können alles gar nichts, die können gar nichts. Hier gibt's Wachen, musst du aufpassen. Okay, lass uns doch hier ein bisschen Backtracking. Ich werde jetzt mehr. Wir sollten wir dann nach vorne, durch. Tobias? Wir müssen zurück. Ja, aber wir müssen doch die Wachen auch. Ja, dann lass uns die wegpullen. Lauf weg. Ah, die machen doch kaum Schaden, die Leute. Na gut. Guck an. So Pussis. Weglaufen, schreien. Ich schieße mir ein paar Vögel. Na komm her. Habe. Zack. Eben testen das Schwert. Droppte nämlich gerade. Es macht übelst viel Schaden. Okay, wie schnell viel DPS macht das denn? Es hat es macht 25. Na gut, genauso viel wie eine Stahl. 0,79 und aber Damage per String ist halt 31, also es ist schon nicht schlecht. Das, meine Waffe macht auch 25 DPS. Und zwar ist das die, die du craften kannst mit Stahl. Die kriegen wir dir locker hin und die ist schneller, die ich habe. Ja, es kann sein, aber ich... Ich hätte nicht gedacht, dass du... Oh, dein Leben. Nö. Oh, es kriegt aber ein bisschen mehr Schaden ab, muss ich ehrlich sagen. Doch nur auf dich gerade wütend, dass du das gemerkt hast. Ich weiß gar nicht warum, ich hab gar nichts gemacht. Ich habe irgendwie keine Waffe bis jetzt gefunden. Also das mit den Waffen droppen passen, das passt gerade nicht so. Aber ich habe schon zwei Kisten geöffnet mit unglaublichen Schätzen drin. Und Bücher, ich lese mein Leben gerne. Nicht. Ja, also der Regen hier ist echt ein Problem. Ja, ich hatte das. Der hat auch nicht so schnell auf. Mit einem Single-Shark hat ich mich immer umgelegt. Oh fuck, Alter, ich muss. Meine Bandagen sind mir ausgegangen. Und ich habe auch ansonsten nichts mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach hoch und machen einen Folgenschluss. Ja. Denn da können wir zur Not auch beim nächsten Mal nochmal weitermachen und dann muss ich doch erst einmal das mit den Lecks nochmal klären, weil, wie ich schon gesagt habe, das ist sehr, sehr ärgerlich und es kostet halt eventuell den Tod, solche Sachen, und da muss man doch ein bisschen dran arbeiten, ja, dass das doch ein bisschen besser wird. Wenn wir in Zukunft weiter Let's Plays machen und, wollte ich nicht innen legen,
und wir auf diesen Server nicht zurückgreifen können, müssen wir es halt nochmal bei Tangle machen. Richtig, wenn das lief, jetzt leider Gottes am besten. Allerdings. Von daher würde ich jetzt sagen, verabschieden wir uns hierfür und sehen uns dann beim nächsten Mal und hoffen wir dann, dass das alles mal ein wenig besser läuft. Bis dahin, ciao, ciao. Good game, GG.